Und zwar ist das eine Übung, weil es ist ja einfach so, dass man nachher das Problem bekommt beim Lesen. Irgendwann fängt es an, dass das Lesen einfach nicht mehr so gut von der Hand läuft und die Hand mit dem Buch immer weiter sich verlängert. Kann ich nur sagen, ich bin bereits in dem Alter und das sorge ich jetzt rechtzeitig entgegen. Das kann man mit einer solchen Augenschnur machen. Das ist eine Übungsschnur und das macht man, indem man, also ich mache das mal und magst du weiter erzählen? Die Frau Bonhold hält gerade die Perlenschnur an die Nase und fängt genau in der Mitte die Perle in der wiederfarbenen Farbe an zu fixieren. Genau. Dann geht sie schön nach hinten zu der hellblauen Farbe. Somit entspannt sich ja der Blick in die Ferne. Geht sie dann zu der schwarzen Farbe und zu der gelben. Und das Ganze geht sie wieder zurück im eigenen Tempo. Dann wieder zu der blauen, zu der fliederfarbenen, zu der weißen und wandert somit mit ihrem Blick immer schön in die Nähe und strengt dann auch die Augenmuskulatur an. Und endet bei der roten, wobei hier ist noch nicht das Ende. Das Wichtigste ist, immer wieder zurück zu der Mitte zu finden. Somit haben wir für die Anspannung und Entspannung gesorgt. Das sind zwei Faktoren, zwei wichtigste Faktoren bei dem Augentraining. Genau. Mit so einer Perlenschnur kann man natürlich auch viele andere Übungen machen, also nicht nur an die Nase halten. Wir können das auch in so einer Richtung machen, indem wir die mittlere Perle anschauen und die Augenbewegung nach außen. Also es ist auch ein Trainingsgerät für einen alleine. Man muss nicht zu zweit sein. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, die Perlenschnur zu befestigen. An einem Fenstergriff, einem Türgriff. Oder, ich habe einen Geheimtipp, an einer Klorolle. Das kommt super an. Das wusste ich ja auch noch nicht. Das ist toll. Ich muss ja öfters auf die Toilette. Ich denke mal, das muss jeder von uns. Da hängen wir doch an die Klorolle und machen währenddessen unsere Augenübung. Auf jeden Fall ist die Zeit effektiv genutzt. So ist das. Ja? So viel zu unserem Lieblingstrainingsgerät. Doch was kommt am Schluss?